Hi ho Leute, willkommen zurück bei Diablo 3, wo wir, genau da wo wir letztes Mal aufgehört haben, wo wir uns hier den Abenteuermodus freigestellt haben. Ich wollte gerade mal fix schauen, wie es bei ihr aussieht. Sagen Sie, habe ich ganz ausgebaut. Den Glitzertypen auch, für den anderen brauche ich noch. Und ich wollte jetzt mal schauen. Ich danke euch für euer Kommen. Ah. In der Nähe gibt es eine Menge Kopfgelder zu verdienen. Ja, genau. Ihr habt auf euren Reisen in eurem Kampf, vielleicht könnt ihr... Blub, blub, blub. Ah, so kann man dann zwischen den Kartenebenen hin und her. Ich würde gerne nach Akt 3. Was ich ganz interessant finde. Da steht Bonus. Doppelanzahl Blutsplitter, Doppelanzahl Blutsplitter. Dann bleiben wir einfach mal hier und gucken mal, was es dafür so gibt. Wobei, ja, ich wollte eigentlich mal in Akt 3 rein. Gehen wir nach Akt 3 erst. Bin ich mal gespannt, was wir da dann jeweils machen müssen. Ich glaube, ich habe gehört, dass es dafür heißt, bestimmt viele Monster wegschlachten. Hittet Currents auch und tötet alle Gegner in Currents Außenposten, okay. Ich bin, glaube ich, noch auf normal, oder? Ja. Fangen wir sie erstmal wieder auf schwer. So habe ich ja das letzte Mal angefangen. Ich denke, das ist okay. Auf Qual 1 traue ich mich noch nicht. Zitadelle Bastion? Nicht die Richtung. Da muss ich auch sagen, der Templar sieht mittlerweile auch cool gerüstet aus. Warte mal. Er hat da so eine richtig dicke Rüstung an. Das hat schon was. Ich glaube, die hat sich zwischendurch auch mitentwickelt. So, da oben ist das der nächste Wegpunkt. Ich würde vermuten, es wird irgendwo dazwischen liegen. Scryders Außenposten. Die Kasernen sind auch noch nicht das, was wir suchen. Da ist irgendwas. Moment, erstmal antworten wir mal. Ich muss ja mal so in der Zeit die Leute noch antworten, wenn sie mich anschreiben. Ich finde das ja nur richtig. Wir haben es geschafft. Drop, 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 drop. Und da rechts sind auch schon gezeigt, wo ich hin muss. Cool. Das macht das etwas einfacher. Wir konnten nicht standhalten. Es waren einfach zu viele von ihnen. Aha. Löst das ein Event aus? Nein, schade leider nicht. Es ist ja sonst teilweise mal, dass man für sowas ein Event bekommt. Was dollst du? Moment, da oben ist auch irgendwas. Auch wenn unsere Gegner stark sind. Ich ergebe mich nicht. Qual sei zwei Sachen für mich sammeln. Oha, mal schauen. Wie gesagt, ich werde das irgendwie entspannter gehen. Und schauen, mit wem ich denn wie wo was da machen kann. Erstmal wollen wir mal kurz mit dem reden. Dem Helden folgen. Oh, cool. Wir haben eine Burgwache auf einmal dabei. Sweet. Ein Typ mehr, der sich bereitet, sich für uns zu opfern. Klappt der irre. Oh, jetzt ist sie nicht mehr bei uns, sobald wir hier sind. Töte alle Gegner, ja. Das hatte ich erwartet. Ich glaube, so läuft das immer, dass man entweder eine bestimmte Anzahl oder alle töten muss. Und da ist auch direkt ein Bossgegner dabei irgendwo. Weil das hier sind nur Diener. Da ist er doch. Schinder, Teleporter, Blocker mehr Leben, ist alles okay. Der war noch recht entspannt. Jetzt müssen wir echt das ganze Gebäude absuchen, um hier jeden einzelnen zu finden. Deswegen macht es auch dann Sinn, dass es heißt, man soll Bewegungsgeschwindigkeit nehmen, um schneller zu fahren. Sie glauben, dass es ihre heilige Pflicht ist, den Ariad und den Weltenstein darin vor der Außenwelt zu schützen. Ihre Kampfeskraft und Entschlossenheit wurden von den Soldaten der Westmark leider mit Blutgier und Grausamkeit verwechselt. Ach, wir bleiben zwei, na dann. Den ersten haben wir, yay. Ah, wenn man alle durch hat, kriegt man die Belohnung, interessant.
Ja, 6 Millionen Erfahrungspunkte? Shit, geht das dann hier schnell mit den Leveln, wenn wir da jeweils so viel Erfahrung für bekommen. Töte Feinde in Feldern des Lava. Dann. Lasst mich zurück. Es ist zu spät. Nehmt dies. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Finde ich cool, ehrlich gesagt, dass ab und zu Leute rumleben, die einfach quatschen können, die einem sowas etwas geben oder so. Das finde ich ehrlich gesagt witzig. Und die Aussage von tötet einfach bestimmt viele Gegner, finde ich persönlich auch cool. Verfluchte Truhe. Das Ereignis, yay, tötet Gorm, bevor die Zeit abgeht. Bevor die Zeit abgeht, ist natürlich ein böser Punkt. Ich hoffe, wir machen dafür schon genug Schaden, um den kaputt zu bekommen. Sieht aber eigentlich soweit ganz ordentlich aus. Auch weil natürlich mein Rache-Dingsbums gleich alles wieder vorbei ist. Erst dann per Hand machen müssen. Herr der Völlerei. Sehr schön, extra Erfahrung. Wieder 2 Millionen mehr. Und eine Truhe mit ein bisschen Zeug. Und irgendein Edelstein. Yay. Ach, unsere Burgwache ist hier wieder da. Cool. Und da blinkt auch irgendwas. Interessant. Seht euch vor. Sie kreisen jetzt schon seit Stunden. Ha, tötet Ghoulschwing. Das ist der, den wir noch wegmachen müssen hier. Neben den 150, die wir kaputt bekommen müssen. Das Gute ist, wir haben ja gerade einen von Nephalem Buff aufgesammelt, damit dürfte das echt. Der hat hier oben, ich würde es jetzt zeigen, aber ich kann meine Maus ja schlechter bewegen, hat er oben eine extra neue schicke Umrandung, was ich cool finde. Um seinen Namen. Ja, nicht in dem dicken Feuer stehen, das ist nicht so gesund. Und den dicken Bongo Bongo auspacken. Yay, Paragon Stufe 8. Ah, mit P komme ich auch direkt rein. Cool, sowas hatte ich hier angefangen. Leben pro Treffer. Das mache ich auch mal weiter. Das wird mir nämlich, glaube ich, gut helfen. So, jetzt müssen wir einfach mal Leute schlachten. Ich glaube, da reingehen wird mir nicht helfen, deswegen lassen wir das. Was habe ich hier noch so gefunden? Taugt da was? Und wo hatten wir das, was einen kleinen Tacken Schaden gegeben hat, aber dafür kaum Leben mehr? Nee, das wird sich nicht lohnen. Was ist das? Ja. Nee, das lassen wir mal. Wir metzen uns hier einfach durch 150 Leute durch, das dürfte aber funktionieren. Wir müssen. Das Aufwendige ist nicht das Gegner töten, das Aufwendige ist das Gegner finden. Sagen, das Töten geht doch gut. Ja, wie ihr seht, das geht eigentlich recht fix. Macht doch Spaß. Und ich habe mir gerade 9 ausgesucht, weil ich bei jemandem mal gesehen habe, dass der 9, sag ich schon, Akt 3, weil ich gesehen habe, dass da hinter eine coole Belohnung kommen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich probiere es halt einfach mal aus. Danach weiß ich es halt. Und theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch von der Schwierigkeit her eigentlich wieder runtergehen, um hier schneller durchzukommen. Durch die Gegner, aber es geht ja, weil ich ja nicht mehr Loot dafür bekomme, wenn ich die so verprügel. Halt nur mehr Erfahrung, aber irgendwann werde ich die Paragon-Level ja auch weiter hochbekommen. Und es geht ja auch so vom Schadensoutput her gut genug, dass ich sagen kann, ist in Ordnung. Nur von der Geschwindigkeit her ist es ein bisschen doof, weil ich langsam was ist da. Ach, da oben ist auch ein Katapult oder sowas, das können wir auch mitnehmen. Ich weiß auch nicht, ob 150 quasi alle sind, die man hier auf der Ebene überhaupt finden kann, aber ich denke eher, dass hier immer wieder welche spawnen werden mit der Zeit. Und es dementsprechend recht leicht haben wird. Wenn man einfach nur genug rumrennen muss. Und da ist ein Schrein. Das Schutz ist ja ist jetzt nicht so wichtig. Ich hoffe ja mal auf Erleuchtung. Weil mehr Erfahrung. Oder auf das Loot-Ding, das ist natürlich auch immer nice, wenn man dann irgendwelche Bosse findet.
Hier ist gut was los. Da ist auch ein Bossgegner. Legen wir mal direkt los, dass wir den hier schön schnell wegbekommen. So. Da ist das Ding schon echt ein cooler Effekt. Ich sollte jetzt so langsam auf den Blick raus. Ja, das Blickfang, was auch immer das ist. Und das war wieder ein Massaker, das stelle ich fest, da liegt gerade Geld rum. Yay, haben es geschafft. Wieder einen davon weggeklatscht. Und wir sind immer bei 106 Gegnern, die wir vernichtet haben. Wenn ihr irgendwelche Tipps zu Strategien habt, wie man sowas besonders effizient machen kann, könnt ihr mir das natürlich auch gerne sagen, was weiß ich was. Erst durchrennen und ganz viele anziehen und dann bekämpfen oder sowas. Wenn es da irgendwelche coolen Strategien gibt, immer gerne her damit. Ich bin jetzt ja durch den Story-Teil durch, das heißt, im Endeffekt spoilern kann man mich sowieso nicht mehr. Und coole Tipps und Tricks nehme ich natürlich immer gerne. Könnt mir auch gerne das mit dem Blutstein nochmal erklären, bis ich das von alleine raus habe. Dann liebe ich mir gerne. Und auch zum Beispiel die Tipps, die ich zu Paragon bekommen habe, habe ich sehr gefreut. Die nehme ich auch weiter gerne, wenn es dann irgendwie heißt, ja, Doc, das ist super cool und du bist einfach zu doof, das von alleine zu verstehen. Dann immer her damit. Allgemein freue ich mich bei Diablo immer noch unheimlich über die Kommentare, vor allem, weil ich das Gefühl habe, Diablo ist jetzt nichts, was so alle viele gucken und trotzdem kommen da immer schön Kommentare bei den Folgen mit Tipps und Tricks, das finde ich immer, oder einfach nur Anmerkungen und allem, das finde ich immer super. Da macht es gleich viel mehr Spaß, das zu spielen. Goldfarmbonus, ja genau. Das Übergang brauchen wir jetzt aber nicht, wir sollten ja hier weiter prügeln. Das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das macht halt Diablo 3 für mich besonders cool, weil halt da viel Community-Interaktion ist. Das macht dann halt einfach mehr Spaß, als wenn ich das jetzt für mich alleine spielen würde. Und ja, hier können wir einfach mal einen Racheeffekt auspacken, dann dürften wir nämlich gleich alle haben, die wir brauchen. Yay, wir haben's. Ist das Fragment des Portalschlüsselsteins. Cool. Und einen Blutsplitter habe ich da gerade gesehen. Ich glaube, das sind Blutsplitter. Da ist noch einer, da kommen noch Attacken mehr. Ja, und ein Blutsplitter. 100 Händler in der Stadt, gut, ich stehe da oben. Cool. Für ein paar Sachen. Aha, da brauchen wir die für. Selbstgemarke, das Schuft ist näher, blub. Wir haben hier noch ein paar mehr vor uns. Unter anderem auf dem Übergang, wobei da können wir uns auch fix rüber teleportieren, wenn wir genau am Wegpunkt sind. 100 Gegner und Shahan, aha. Das ist er aber noch nicht. Der hat leider so einen hässlichen Albtraumeffekt. Das ist nun mal ziemlich ätzend, weil dann muss man immer zurücklaufen, wenn man eigentlich gerade kämpfen will. Ungefähr so. Bist du jetzt nicht mehr tot, mein Freund? Ja, geht doch. Noch ein Atem des Todes. Das ist gut, dann können wir den Händler bald auf 12 hochziehen. Und dann das coole Ding, was wir von Maltael bekommen haben, bauen. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Klingt aber halt nett, dementsprechend will ich das gerne haben. Ach, hier oben ist gar nichts, na dann. Ich hätte gedacht, man kommt darüber weiter. Genau, das Blutglanz. Ihr seid hässlich, Jungs. Habt ihr heute Morgen in den Spiegel geguckt? Wolltet ihr mal machen, danach würdet ihr euch wahrscheinlich nicht so raustrauen. Und so ein dicker, kolossaler Golgor. Ich glaube, mit denen hatten wir ja auch schon zu tun. Ich habe sie wahrscheinlich ab und durch mal an sie erinnert. Irgendwas schönes Schutzes. Wir ziehen jetzt mal ein paar an und dann prügeln wir uns da durch. Wir müssen ja auch immer noch hier den Boss finden. Lass mich da mal auf eine Seite von euch, damit ich mit den Blitzen schön durch euch durchschießen kann. Da kam viel Gold raus. Holy shit. Ah,
Noch blinkt es auch noch nicht auf der Map, wo der sein könnte. Können wir auch mal unseren Effekt hier so nutzen. Rache ist süß. Ah, ach, das ist gar kein Gold, was da noch nicht, das sah so aus. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Wobei ich an sich den Höllenbringer eigentlich auch da lassen könnte, um daran Gegner zu spawnen. Andererseits muss ich ja eh noch weiter den auch wenn Boss finden. Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. Gut so. So, fokussen wir erstmal den raus. Ein legendärer Ring. Sweet. Licht halt einfach mal rum. Kann man ja mal machen. Ups, ich sollte mich nicht weiter bewegen und ich versuche ihn zu identifizieren. Legendärer Ring. Schaden, Geschickrüstung. Leben hochgetötet mit dem Gegner, beziehungsweise würde ich da. Der hat mehr Geschick und alles. Vergleichst ihn vielleicht mit dem besseren. Tauscht die beiden mal. Der ist nämlich. Das ist nämlich der bisschen kleinere, wobei wir können aber schon für ihn den hier nicht geben können. Der ist hier nämlich nicht so. So ganz alten Crap, den ich ihm irgendwann mal gegeben habe. So, die haben wir leicht. Die Frage, wo kommt Shanhua oder wie. Chandrahua. Chandraha, so. Müsste ja nicht irgendwo sein. Ja, natürlich kann sein, dass ich den von ihm vorbeigegangen bin, aber normalerweise wird er auf der Map ja so zum Kreis gezeigt, wenn ich den irgendwo, wenn der irgendwo ist. Wenn ich den halbwegs in meiner Nähe bin, deswegen renne ich jetzt einfach mal durch, dass wir den irgendwo finden. Da. Helft mir. Ich bin dabei. Ist es mein Blut? Ja. Yep. Ich kann nicht atmen. Ich wünschte, ich wäre rechtzeitig hier gewesen. Das wäre was da? Brückenlager, aha. Ist das etwas Großes? Oder ist das nur ein kleiner Raum? Scheint nur ein kleiner Raum zu sein, dann kann ich schon ein bisschen Loot drin. Ist auf jeden Fall ist ja auch noch ein Bossgegner drin. Den kann man ja auch einfach mal mitnehmen. Er ist nicht geplatzt, jetzt aber. Das war mal eine monströse Kreatur, jetzt ist eine tote Kreatur. Mal ein bisschen Loot mitgenommen. Und was Interessantes dabei? Puh, Gott, ist die schlecht. Nee, irgendwie nicht wirklich. Das ist noch interessant. Geschickt direkt mehr. Und schon Bonus nützt sich ja nicht. Und Widerstand gegen einen Schadensand ist auch gut. Und wir können dann den noch sockeln. Was hättest du hier? Geschickt direkt. Tun wir da schon mal rein. Und wenn wir zurück in der Stadt sind, tun wir noch einen zweiten da rein, dass wir durch noch mehr Schaden bekommen. Weil wegen Geschick und so. Ich sollte einen Moment warten, bis mein Effekt hier voll ist, aber was soll's. Hab ich keine Lust zu. Ah, wo bist du hin? Da bist du hin. So, das tut ihm jetzt gut weh. Und wieder ein... Oh, weg zur Seite. Puh, wieder ein Splitter und ein davon. Solange wir das noch anhaben, können wir, haben wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr weiteren Maps. Was brauchen wir noch? Der fehlt noch und der... Und da ist Xydea und da ist Gorm und das da unten. Was heißt mit dann? Stimmt, den Asmodan noch mehr als letztes.
Stimmt, hier war ja Asmodan. Ich hatte irgendwie Belial im Hinterkopf, der war ja nackt vorher. Pappnase. Hört er die verfluchten Schreine? Wie mache ich, soll ich nicht das denn machen? Muss ich wahrscheinlich erstmal dahin finden, wobei mir das ja auch wieder auf der Karte angezeigt werden müsste, wo der ist. Wenn ich da bin. Das heißt, wir können hier auch erstmal laufen. Stimmt, hier waren ja immer diese ganzen kleinen Scheiße, wo man so unheimlich viel Schaden dran machen konnte. Ein würdiger Gegner. Jetzt prügelt mich da doch nicht mitten rein. Das ist nicht gesund. Das kann mich in so einem Gebiet durchaus zerlegen, wenn die mich andauernd hin und her pullen. Ich kann nur hoffen, dass ich viele kleine Gegner währenddessen kaputt bekomme. So, fokussen wir. Versuchen wir einen rauszufokussen hier. So, da ist einer weniger, das ist schon mal was wert. Dass die mal weglaufen müssen dabei, ist halt so unheimlich nervig. So, erstmal wieder sammeln und den Wurm noch wegklatschen. Und dann können wir wieder nach Paragon-Stufen gucken und weiter unsere Bewegungsgeschwindigkeit arbeiten. Ich mach's auch mal so, dass ich mich da erstmal auf eins pro Ding fokussiere und das hochziehe. Eine, bis ich theoretisch gesehen jeden davon auf 50 habe, brauche ich 200 Paragon-Level. Das wird schon lange genug dauern. Das höchste, was ich bisher gesehen habe, was jemand hatte, war irgendwie 105 oder so. Aber dann, ich glaube, wenn ich von jedem so ein bisschen nehme, dann hat das halt keinen merklichen Effekt. Dann fokussiere ich lieber auf 1 und habe da halt wirklich einen Bonus von. Und ich merke, gut, die Folge wird ein bisschen lang, aber das ist okay. Ich will eigentlich diesen einen Run jetzt hier auf jeden Fall durchbekommen und dann nochmal schauen, was ich mit den Sachen machen kann. Noch nicht bereit. Doch, das ist wohl bereit, gib's zu. Das war ein schönes Massaker. Bringt mich aber immer noch nicht weiter dahin, wo ich... Oh Gott, sind das schon viele. Eure Furcht verrät euch. Und wieder ein Massaker. Ich will jetzt aber nicht mal weiterkommen hier. Hallo, trenn da einfach doch durch. Hier ist es nicht okay. Das ist schon mal geklärt. Dann müssen wir erst wieder den Weg freiräumen, weil so viele kleine Scheißbücher kommen. Ja, noch mehr. Da ist der Massaker-Bonus, yay. Au, lass mich in Ruhe. Ja, Ebene 2 klingt nicht richtig, weil das, soweit ich das beobachtet habe, war es immer bisher auf einer Ebene und ist auch auf einer Ebene geblieben. Deswegen ich auch erwarte, dass es eigentlich auf einer Ebene bleibt. Ach, da sind wieder viele, da lohnt sich das wieder durchzumassakern. Andererseits, wenn es hier nicht ist, kann es dann ja nur noch da unten sein. Krater. Es kann sein, dass ich natürlich runter muss, aber ich will erstmal schauen, ob ich da... Weil dann würde es ja auch irgendwie blinken, dass ich da lang muss. Ja, vermute ich eher, dass man hier irgendwo noch lang kann. Ja, da blinkt es nämlich. Oder da ist der Pfeil, sehr schön. Müssen wir da wahrscheinlich einen Bossgegner töten oder sowas, kann ich mir vorstellen. Deswegen
prügeln wir uns hier jetzt auch einmal durch euch alle durch. Wir haben Zeit, unseren Zorn aufzufüllen. Also, wie heißt es überhaupt? Rache. So. Und den dann gleich zu verprügeln. Oder was auch immer da kommt. Ich habe keine Ahnung. Siegt jede Gegner wieder, bevor die Zeit abläuft. Das ist auch eine gute, krasse Erfahrung. Aber ich glaube, wir müssen nur überleben, damit wir das Bonustor müssen wir jede Welle für bekommen. Ansonsten reicht es, das zu überleben. Nur noch drei und jetzt habe ich natürlich meinen Effekt auch nicht mehr. Und auch bald keinen Hass mehr. Hoho, mittlerweile werden es viele. Aber wir haben auch gut Zeit, so ist das nicht. Spürt meinen Zorn. Und die letzte. Wir kriegen pro Welle wieder Zeit dazu, sehe ich gerade. Aber haben halt auch für die letzte Welle die wenigste Zeit insgesamt wahrscheinlich. Aber das könnte klappen. Wenn hier nicht einzeln auf die Idee kommen, abzuhauen. Nein, knapp nicht geschafft. Aber egal, wir haben den Effekt trotzdem bekommen, aber leider unsere Bonustruhe nicht. Ein Schrein der Erleuchtung, den wir mitnehmen können. Zum letzten Gebiet, wo es noch einen Auftrag gibt. Tötet Asmodan. Betritt das Herz der Sünde, tötet Asmodan, sehr schön. Hab keine Ahnung, wo wir lang müssen, aber wir wollen Gegner, damit wir den Schrein der Erleuchtung nutzen können. Etwas Stärkeres. Da lohnt sich das dann mal wieder. Wir müssen aufpassen, dass ich nicht irgendwann gleich in diesen Strahlen dran stehe. Oh, das ging fix. Gut. Da sind wir doch zügig durchgekommen. Ich muss sagen, so auf schwer geht das momentan echt gut. Gut, ein Brunnen der Reflexion. Das ist cool. Weil wegen Buff. Finsternis erwartet euch. Und wieder ein Massaker. Und diese kleinen Dinger geben halt auch echt einen guten Massaker. Aber ich renne jetzt trotzdem mal. Wobei, noch haben wir die Erleuchtung. Oder noch können wir das hier nutzen. Die Fallen, die ich immer auflöse, dann einfach trotzdem weiter und verweigern. Ah, und das ist auch der richtige Weg. Sehr schön. Herz der Sünde. Auf zu Asmodan. Leichter machen können wir es immer noch, wenn er uns zu schwer wird. Ja, blub. Netterweise kommt auch nicht mal die Cutscene dann von, sondern einfach nur er. Arroganter Nephalem. Arroganter Nephalem, der dir ziemlich schnell ganz auf die Fresse gibt, Junge. Die dunkle, arroganter Nephalem. Meine Genug. Die dunkle. Das ist echt nicht schwer. Ich werde gucken, wie schnell wir dem hier Schaden machen. Weiß auch immer. Und erfüllt. Wieder so ein Fragment. Sehr schön. Aus dem Haufen Dinge. Ich hatte eigentlich gehört, man soll hier einen coolen Effekt, was Ding. Ja, wir brauchen 5, um das zu erfüllen. Man sollte hier ein Item bekommen, womit man, was automatische Sachen droppen soll, aber das habe ich wohl falsch auf dem Schirm gehabt oder das funktioniert wohl nicht so, wie ich mir das gehofft hatte. Auf jeden Fall können wir das, was wir da jetzt... Wo bin ich denn jetzt hingegangen? Ach,
Nein, da bin ich. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. So, bevor ich mit ihm rede, stelle ich mich mal hin und vernichte wieder Dinge. Und wie sieht's Geld aus? Ja, wir haben gut Plus gemacht. Das heißt, wir haben das, was wir machen, noch erstmal beim Schmied. Könnte ich schon mal einmal wieder ausbilden. Was ist... Ja, du bist nicht so gut. So, dann haben wir da natürlich schon wieder einen Haufen Zeug weg. So. Und ich packe euch... ich packe euch mal hier hin. Euch brauchen wir noch einen. Den zu sockeln. Dann packen wir das noch weg. Und reden dann mit Tyrael. Dank euch ist die Welt jetzt ein wenig sicherer. Nehmt dies. Hier habt ihr alle Kopfgelder eingesammelt. Aber an anderen Orten erwarten euch noch mehr. Ich bin stärker geworden. Paragonstufe. Und, ah genau, das oratische Würfelchen. Das war das, was ich meinte. Dann bekommt man das so. Erst Paragon-Level. Schildtrefferchance. Yay. Und wenn ich das hier rechts klicke, kommen da Dinge raus. Zwar ein Haufen Zeug. Und ich weiß, dass es die Strategie gibt, zu sagen, ich gehe einfach auf Normal und stelle mich hin und farme diese Dinger bis zum Umfallen. Oder zumindest ziemlich viele und gehe dann auf den höheren Schwierigkeitsgrad hoch und pack die da dann aus. Kochen und Haferschleim servieren ist vielleicht nicht besonders glorreich. Aber diese Männer können... Aber wir haben jetzt auch genug für so ein Portal. Das heißt, das können wir dann auch mal ausprobieren. Aber da wir jetzt hier schon recht lange dran sitzen, machen wir das dann beim nächsten Mal. Ich räume jetzt hier noch einmal mein Zeug weg. Portalschutzfragment, ja, das zeigst du mir einfach an, das ist in Ordnung. So, du bist ein Marquis, nicht? Naja. Naja, für heute war's das. Beim nächsten Mal probieren wir dann mal das Portal und diese Blutspieler-Dinge aus. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.